Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video. Lang, lang ist es her, dass wir das Spiel gespielt haben, aber es ist wieder ein neues Update rausgekommen und zwar ein sehr, sehr großes und interessantes Update für uns. Dieses betrifft nämlich das Thema Modding Support und Community Server. Also super, super spannend, weil ihr wisst ja, wie ich zum Thema Mods stehe. Ich liebe Mods in Videospielen, weil dadurch ist einfach die Spielerfahrung immer interessant. Man hat immer neuen Content. Man kann den Content so anpassen, wie man es selber am liebsten hat. Und die Path of Titans Entwickler, die legen sehr, sehr großen Wert darauf, dass das Modding vorangetrieben wird und unterstützt wird, was ich richtig gut finde. Also es werden wirklich Tools entwickelt, um es den Moddern leichter zu machen, diese Mods dann zu implementieren und zu updaten und zu pflegen und auf Servern einzubinden. Und, wie das Ganze genau funktioniert, wenn ihr das wissen wollt, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist ein Video von Path of Titans direkt verlinkt. Da erklären die das alles ein bisschen ausführlicher. Wir werden uns das nämlich heute eher aus Spielersicht angucken. Das heißt, ich werde euch heute einige gemoddete neue Maps zeigen, einige neue prähistorische Kreaturen und sogar eine nicht prähistorische Kreatur. Und wir werden natürlich auch auf das Thema Community Server und das neue Matchmaking eingehen. Was das genau ist, dazu kommen wir jetzt. Wir sind jetzt hier im Hauptmenü und normalerweise war es ja immer so, wenn man hier auf Mehrspieler gedrückt hat, hat man so eine Serverliste bekommen. Mittlerweile ist es so, dass man drauf drückt und dann automatisch auf einen Server connected und diesem zugewiesen wird. Die Region, hier steht jetzt automatisch, die kann man auch nochmal manuell einstellen in den Optionen, wenn man das ändern möchte. Aber ansonsten sucht einem das Spiel einen passenden Server raus und auf diesen wird man dann direkt connected, was jetzt auch perfekt funktioniert. Freunden nachjoinen könnt ihr natürlich trotzdem noch, allerdings könnt ihr euch nicht mehr explizit einen Server aussuchen. Damit werden dann halt auch, oh, wir joinen sogar mal mit dem, der Dundee-Hacker, das klingt ganz gut. Damit wird dann auch zum Beispiel sowas wie Server-Hopping vermieden. Das heißt halt, dass man den Server wechselt, um dann irgendwie einer Gefahr oder sowas zu entgehen. So, jetzt können wir spielen. Wir können jetzt mal kurz gucken. Ich glaube, das geht hier. Ja, hier ist der Servername. Also ihr seht schon, die sind jetzt sogar schon so ein bisschen verschlüsselt. Also man kann jetzt nicht mehr explizit auf den Server drauf joinen, sondern wird automatisch einem zugewiesen. Allerdings kann man natürlich noch Freunden nachjoinen. Ist für mich als Streamer natürlich auch interessant, weil dann kann man nicht mehr so gut gestreamsniped werden. Nur noch von Freunden halt. Und ansonsten funktioniert das Ganze mit diesen offiziellen Servern alles noch wie gehabt, ohne Probleme. Jetzt kommen wir als nächstes zu einem super interessanten Punkt, nämlich haben wir jetzt hier einen neuen Reiter im Menü, der heißt Community Servers. Da kann man dann draufklicken und dort kann man dann wirklich viele verschiedene Server mit verschiedenen Mods finden. Also hier seht ihr zum Beispiel die Karte, das wäre jetzt zum Beispiel die Wüstenmap. Diese hier ist glaube ich auch ganz schön. Wir mal drauf connecten in der Zeit. So, da haben wir nämlich diese coole Insel-Map. Und ja, diese Server können halt wirklich angepasst werden mit Mods. Da gibt es neue Kreaturen, neue Maps und all das kann von den Admins angepasst werden. Dafür gibt es auch neue Admin-Tools und Moderation-Tools, damit es die Serververwalter auch ein wenig einfacher haben. Es gibt jetzt zum Beispiel auch eine Spectator-Cam. Dann kann auch Spielern geholfen werden, die zum Beispiel an der Stelle stuck sind oder andere Probleme haben. Dann können die Admins zum Beispiel auch Dinosaurier ausstellen auf bestimmten Karten oder diese Gruppengröße von Dinosauriern anpassen. Wenn ihr dann auf dem Server connected seid, dann kommen als allererstes mal die Serverregeln. Die solltet ihr euch dann am besten einmal durchlesen und dann könnt ihr die hier akzeptieren. Und dann geht es auch schon direkt los. Dann kann man hier auswählen. Wir können jetzt mal gemeinsam durchschauen, ob es hier irgendwas cooles, gemoddetes gibt an Kreaturen. Noch habe ich nichts gesehen. Der sieht ja auch cool aus, der Allo. Spiel ist schon wunderschön, muss man sagen. Da ist nichts Neues. Schauen wir hier mal schnell durch. Nee, ich glaube auch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz als Stegosaurus auf die Karte hier. Da bin ich mal gespannt. Die ist nämlich auch wunderschön, diese Map. Guckt euch das an. Und ich glaube, dadurch, dass das Modding so gut supportet wird,
werden wir noch viele weitere Karten haben und auch Kreaturen. Und man muss ja auch immer sagen, dass sich wirklich das Gameplay verändert durch neue Karten. Weil auf jeder Karte ist natürlich das Verhalten der Dinosaurier und der Überlebenskampf anders. Sieht so schön aus. Ich liebe Path of Titans. Das Spiel hat so eine tolle Atmosphäre. Wichtig ist noch zu sagen, dass es einige Mods gibt, die auf dem Handy nicht funktionieren. Also falls ihr mit dem Handy Path of Titans spielt, wundert euch da nicht, wenn mal irgendwas nicht klappt. Ich könnte jetzt hier wirklich den ganzen Tag noch auf dieser Karte rumlaufen, weil die so wunderschön ist. Aber ich will euch natürlich noch einige andere Mods zeigen, deswegen gehen wir nochmal auf einem anderen Server. Es gibt übrigens auch eine neue Karte, welche nicht auf unserem Planeten spielt, sondern auf einem ganz anderen Planeten mit leuchtenden Pflanzen, wie ihr sehen könnt. Die heißt Aethys und die erste nicht prähistorische Kreatur, nämlich der Wolf. Den lassen wir farblich mal so, den kann man natürlich hier auch farblich dann noch anpassen, wie man möchte. Aber ich möchte den jetzt gerne einfach spielen, deswegen connecten wir jetzt. Es gibt auch den deutschen Schäferhund, habe ich gesehen. Also es gibt den Wolf und den deutschen Schäferhund. So sieht das Ganze jetzt aus. Ganz schön crazy, ne? Ist halt ein komplett anderes Spiel durch Mods. Jetzt können wir hier einen Wolf spielen auf so einem Zukunftsplaneten oder einem anderen Planeten. Sieht schon irgendwie cool aus. Hat was. Ich kann ja mal die Schreie vom Wolf ausprobieren. Mal sehen, ob der auch so ein cooles Heulen hat. Oh, wie lange der heult. Bellen kann er auch. Schnüffeln. Also scheint alles zu funktionieren. Ist nicht ganz perfekt mit der Lippenbewegung und sowas. Oh, das Sitzen sieht auch ein bisschen komisch aus. Aber es ist... Oh, das Liegen auch. Aber es ist halt auch nur eine Mod, ne? Also es kann noch auf jeden Fall besser werden, dass es alles noch schöner aussieht. Aber dafür funktioniert das schon echt sehr gut. Das sieht cool aus auf dieser Karte. Weiß jetzt nicht, wie groß die ist. Aber diese leuchtenden Pflanzen sind echt crazy. Was ist das denn hier in der Mitte? Ich habe keine Ahnung. Das hier ist... Linksklick-Angriff. Und Rechtsklick gibt es nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie groß diese Karte ist. Aber das sieht schon alles sehr verrückt aus. Aethys-Club. Sieht aus wie ein Teleporter. Und funktioniert auch. Oha. Wo bin ich denn jetzt? Oh mein Gott. Hier gibt es sogar Musik. Welcome to the Aethys Club. Enjoy music with your friends or simply hang out. Let's go. Ab in den Club. Ach, hier kann man ja alles erkunden. Ja, Leute, ich will euch das jetzt auch gar nicht so genau zeigen. Also wenn ihr die Karte euch mal anschauen wollt, dann könnt ihr es ja mal selber ausprobieren. Ich wollte euch nur mal einen kurzen Einblick geben. Finde ich echt super interessant, aber wir schauen uns jetzt nochmal ein paar weitere Mods an. Es gibt hier zum Beispiel auch den U-Tyrannus. Den habt ihr ja gerade schon am Anfang gesehen des Videos. Der funktioniert auch richtig gut von den Calls. Ich gehe die jetzt mal im Hintergrund alle durch. Also das funktioniert alles wunderbar. Das Einzige, was mir da noch nicht so ganz perfekt gefällt, ist das Fell. Das könnte noch ein bisschen schicker sein. Aber der steuert sich gut, der fühlt sich sehr, sehr gut an und die Animationen sehen auch gut aus. Angriffe hat er bis jetzt nur Schnappen, glaube ich. Ja, nur das Schnappen. Und wir können hier auch, wie ihr seht, auf der Wüstenmap wieder spielen. The Grim Expanse heißt die. Und schon befinden wir uns auf der nächsten Karte. Das ist Teutonia. Mit dem nächsten gemordeten Dinosaurier. Das ist der Shantungosaurus. Oder auch von vielen Shanti genannt. Kennt man ja auch von The Isle. Der funktioniert soweit auch ziemlich gut.
Die Kamera ist immer ein bisschen komisch, wenn man nach vorne geht, ist mir vorhin aufgefallen. Die geht sehr nah dran. Der hat auch zwei Attacken, einmal so schnappen und ein Schweifschlag. Und ansonsten funktioniert hier soweit auch schon alles. Sieht dann teilweise noch ein bisschen komisch aus. Also da gibt es sicherlich noch einige Sachen, die überarbeitet werden müssen. Aber das wird ja hoffentlich nach und nach noch passieren. Die Karte sieht auf jeden Fall vom Stil her wieder komplett anders aus. Hinten ist auch so eine Insel. Aber vielleicht müssen wir irgendwann mal ein Video machen, wo wir die Karten alle so mal erkunden. Mit einem kleinen, schnellen Dinosaurier, weil die sehen echt interessant aus. Ich finde es halt cool, dass die alle so einen komplett anderen Stil haben. Also Mods machen da schon viel möglich. Also ich würde jetzt gerne da oben reingehen, aber ja, das Video würde, glaube ich, dann zu lange werden. Ich denke mal, ihr habt jetzt einen ganz guten Einblick bekommen, was so alles möglich ist durch den Modding-Support und die Community-Server. Ich finde das wirklich verdammt cool, dass die Entwickler von Prehistoric Kingdom da so viel Wert drauf legen, sowas zu unterstützen. Dadurch wird das Spiel, glaube ich, auch echt sehr, sehr interessant werden und langlebig. Also da werden wir immer neuen Content haben und immer viel zu tun haben. Das finde ich mega, mega nice. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und falls ihr darüber mehr wissen wollt, schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist noch ein Video verlinkt, wo das Ganze noch ein bisschen ausführlicher erklärt wird, allerdings auf Englisch. Aber falls euch dieses Video hier gefallen haben sollte, dann würde ich mich mega über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.